Sergei Prokofjews Oper Der feurige Engel handelt vom Teufel, von Dämonen, von Okkultismus, von einem echten feurigen Engel und einer leidenschaftlichen, verzehrenden Liebe. Ruprecht ist Renata verfallen und erfüllt ihr jeden Wunsch, bis er sie am Ende tötet. Kirsten Blank in der Rolle der Renata und Renatus Meser als Ruprecht singen und spielen ihre anspruchsvollen Partien, die zum Schwersten gehören, was das Opernrepertoire Sängern abverlangt, mit aller Leidenschaft, Intensität und Hingabe. Das Deutsche Nationaltheater Weimar ist in der Spielzeit 10-11 das einzige Opernhaus weltweit, das Prokofjews Meisterwerk aufführt. Sein feuriger Engel ist der hochkarätigste Rohdiamant unter den Opern des 20. Jahrhunderts. Der Dirigent Martin Hoff leitet die Staatskapelle Weimar und legt die atemberaubenden und extremen Schönheiten der Partitur frei. Prokofjews Opernästhetik wurzelt im russischen Symbolismus. Renata und Ruprecht, durch deren Erleben der Zuschauer tief in eine spätmittelalterliche Welt eintaucht und dabei unter anderem Mephistopheles und Faust begegnet, stehen gleichzeitig für reale Figuren aus dem Moskau des Jahres 1905. Renata ist Nina Petrovskaya, die von ihren Zeitgenossen die russische Carmen genannt wurde. Sie war Geliebte und Muse zahlreicher avantgardistischer Schriftsteller, eine der faszinierendsten Frauengestalten des frühen 20. Jahrhunderts. Ruprecht ist das alter Ego des Symbolisten Valery Bryussow, nach dessen Romanvorlage Prokofjew seine Oper schuf. Sein Konkurrent um die Liebe Ninas, Andrei Bely, wird durch den feurigen Engel Mardiel symbolisiert. Der Regisseur und Bühnenbildner Christian Sedlmayr entwirft am Deutschen Nationaltheater Weimar einen sinnlichen Kosmos voll großer, überraschender Theaterbilder, in dem auf eindrucksvolle Weise die Grenzen zwischen Fiktion und realer Welt durchlässig werden und verschwimmen. Wer diesen feurigen Engel am Deutschen Nationaltheater Weimar verpasst, hat etwas versäumt für sein Leben. So der Theaterkritiker Wolfgang Hirsch nach der Premiere am 4. Dezember 2010.